Diktaturen oder Kriege, waren das, dass die Politik die Kunst verfähigt, ebenso wenig ist Klarlosigkeit und Kunstfeindlichkeit um uns herum. Und ich brauche hier im Hause seine Tätigkeit in diesem Monat aufnehmen. Dass er im Schlaf zu Tschetschenien ist, das wissen wir alle, wir freuen uns besonders, dass er hier aufnimmt. Und ich wünsche den Künstlern reichhaltige Betrachtung. Thank you.